Langsam werde ich sauer, weil wir das tun müssen. Wenn es sonst niemand macht, müssen wir es eben tun. Die sollten nicht hier sein. Die Sea Shepherds könnten jederzeit auf die Walfangflotte treffen. Also machen Kevin McGinty und Larry Rutledge ihre selbstgebastelte Stöpselpistole bereit. Die erste hat die Polizei beschlagnahmt. Wir durften die Zollbeamten nicht anlügen, also haben wir das Ding in Einzelteilen mitgenommen und später zusammengebaut. Das bedeutet, wir hatten keine Stöpselpistole dabei. Hoffentlich können wir damit was ausrichten. Mit der Stöpselpistole können die Sea Shepherds aus großer Entfernung Buttersäure und Farbe auf die Walfangschiffe schießen. Sollen wir es versuchen? Als erstes Versuchsgeschoss dient eine alte Zwiebel. Meter. Perfekt, wir werden Sie völlig überraschen. Nachdem sich der Hubschrauberpilot Chris Altman wegen des Schnees noch immer weigert zu starten, muss Paul Watson die Flotte auf ganz altmodische Weise suchen und sich auf sein Fernglas verlassen. Sieht aus wie Eis. Bleiben wir auf diesem Kurs? Ja. Right, let's do it. Ach du Scheiße. Was ist das? Ist einen halben Knoten schnell. Hier. Siehst du was? Die Sea Shepherds warten gespannt darauf, dass sich der Nebel lichtet und sie erkennen können, um welches Schiff es sich handelt. Ein Harpunenschiff. Echt? Die Bob Barker verfolgt bereits die Yushin Maru 1. Und nun haben die Sea Shepherds das zweite von drei Harpunenschiffen entdeckt. In so einer Position waren wir noch nie. Wir haben die Flotte extrem früh gefunden. Und es scheint, als wäre die Yushin Maru direkt hinter dem Horizont. Die sind am Arsch. Es herrscht gerade eine super Stimmung an Bord. Alle sind voller Adrenalin und Energie. Die gesamte Crew ist total aufgekratzt. Im Moment möchte ich nirgendwo lieber sein. Ich möchte die Geschichte des Planeten zum Guten verändern.